Ich sehe Daniel heute zum letzten Mal. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Phantasialand-Video. Ganz spontan habe ich mich dazu entschieden, mit Daniel und Sven ins Phantasialand zu fahren. Ich habe das Ticket erst gestern gekauft, weil ich habe das Wetter immer beobachtet. Für 61 Euro. Ja, das wollte ich gerade aussehen. Wir haben voll. Was hast du bezahlt? 61 Euro. Nee, er. Achso, 15. Ja, Sven war so clever und hat vor Monaten noch so ein Aktionsticket gekauft und wir haben den vollen Preis bezahlt. Wir haben auch Aktionstickets gekauft, aber nicht 17 Stück. Ja. Was? 35 hat Sven bezahlt. Das ist okay fürs Phantasialand. Das ist okay. Warum ich Daniel zum letzten Mal sehe? Vor deiner OP, ne? Weil dann gehen unsere Terminkalender einfach auseinander. Sie schreibt mich jetzt schon ab. Ja. Sie denkt so, der bleibt auf dem Tisch. Das ist der letzte Mal. Oder ich erkenne ihn dann gar nicht mehr wieder, wenn ich ihn sehe. Ach, so schnell wird das nicht funktionieren. Ja, aber das Wetter sieht noch gut aus, die Sonne scheint. Ja, blauer Himmel. Und Sven möchte frühstücken. Das heißt, wir gehen zu Lilis Café. Wir gehen zu Lilis Café. Was anderes gibt es ja hier auch nicht. Aber wenigstens gibt es was hier. Das stimmt. Das muss man auch dem Phantasialand anrechnen. Es gibt Roast Beef Baguette für 6,50 und einen Cappuccino für, keine Ahnung, ich habe für beides 9,90 Euro bezahlt. Wir gehen jetzt rein zu Rootburg. Die Schlange bewegt sich. Sven möchte unbedingt Fly fahren. Das ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsattraktion hier. Aber seinetwegen fahre ich gern einmal mit heute. Einmal. Einmal. Nach so viel Adrenalin bei Fly gehen wir jetzt eine Runde ins verrückte Hotel Tartüf mit 5 Minuten Wartezeit. Wie lange haben wir bei Fly gewartet? Fast eine Stunde jetzt. Fast eine Stunde? Jetzt Viertel vor 11. Ja, fast eine Stunde. Ich bin der Direktor dieses Hotels und ich muss Sie warnen, bleiben Sie auf jeden Fall auf dem vorgegebenen Weg durch dieses Hotel. Niemals rückwärts gehen, immer nur vorwärts und ganz langsam. Übrigens, das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Wenn Sie dieses Hotel verlassen wollen, was ich gut verstehen kann, folgen Sie einfach dem... Da traue ich mich nie rein, da falle ich immer um. Komm hier rein. Nein, mach du doch. Nein. Komm jetzt. Ich mach das nicht. Ich bin mich noch verletzt. Wer trinkt jetzt einen Kaffee? Oh, jetzt habe ich einen Drehwurm. Ich hab's doch schon bei dir gesehen. Was? Da war damals auch immer jemand drin. Ja, jetzt nicht mehr. Das verrückte Labyrinth. Ja,
Sven. Wir sind raus aus dem Hotel Tartuffe und es macht viel Spaß, da durchzulaufen, aber vieles ist leider nicht mehr so gut in Schuss gehalten. Also könnte mal wieder renoviert werden. So, was haben wir jetzt? Crazy Bats? Ja. Crazy Bats. 10 Minuten Wartezeit. Ja, wo wir bei Hotel Tartuffe bei Renovierungen waren, hier bei Crazy Bats. Das haben sie auch nur überklebt, guck, weil da siehst du diese Kleberänder von dem Blaulicht. Ja, 61 Euro das Ticket. Und dann kann man nicht mal die Attraktion instand halten. Im Winter dann wieder. Ja, Crazy Bats ist ja ein VR-Ride, wenn man es möchte. Ansonsten ist es komplett dunkel. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn man drin sitzt. Ja, 10 Minuten waren es auf jeden Fall nicht. Eben auch bei Hotel Tartuffe waren es auch keine 5 Minuten. Irgendwie stimmen die Wartezeiten heute nicht so ganz. Was positiv ist, dass die Fahrt relativ lang ist. Aber die Brille drückt dann schon auf die Nase. Aber ist ganz nett gemacht. Und man spart sich halt die Thematisierung in der Bahn. Die sparen die sich schon seit 30 Jahren. Daniel ist heute richtig on fire im Phantasialand. Warum bist du eigentlich hier? Weiß du auch nicht. Naja, wo gehen wir jetzt hin? Ich muss auf die Toilette. Wir sitzen jetzt hier im Cocorico und ich habe mir einen Frozen Margarita bestellt mit Corona-Bier. Fand ich letztes Mal schon so lecker. Hat 8 Euro gekostet. Oh, es ist echt heiß jetzt hier, die Sonne scheint und Daniel möchte die Eisshow gucken gehen. Die ist jetzt neu. Ja, bin mal gespannt. Die Shows im Phantasialand sind ja eigentlich nicht immer so prickelnd. Bin gespannt. Wir kommen jetzt aus der Eisshow und ja, kann man machen, muss man auch nicht. Also ja, es sind halt viele Tänzer, die auf dem Eis zu verschiedenen Rocksongs tanzen und das war's. Also da ist kein roter Faden, keine Story dahinter. Ja, es ist nicht so spektakulär, finde ich leider. Also wie Daniel mal sagt, die Phantasialand-Shows, ja, sind irgendwie nichts so Spektakuläres. Wie gesagt, wenn es schlechtes Wetter ist, wäre oder es regnet, kann man das mal machen. Man sitzt im Trocknen, aber ja, würde ich es nochmal sehen? Nein. Eigentlich wollten wir heute mal was anderes essen anstelle von Uhrwerk oder Taverne. Wollten wir jetzt mal hier hinkommen zum Manchu. Das wird ja anscheinend nichts, weil es hat zu. Macht's auch nicht mehr auf, Sven? Ich will dann gucken. Er guckt. Ich hatte so Bock auf Asiatisch und Sven wollte Ente. Süß-sauer. Naja, mal gucken. Ich glaube, das wird nichts. Für die Taverne entschieden, so viel. Keine Ente. Ich weiß auch nicht, was ich hier möchte. Warum? Was ist falsch rum? Flammkuchen. Hauptspeisen. Oh, Schweinshaxe, da hätte ich auch schon Bock drauf. Hast du schon zwei? Ich weiß nicht, ob es gehört hat, er hat gesagt, ich habe schon zwei. Ist halt wieder sehr nett zu mir. Das letzte Mal, wo ich dich sehe, überhaupt. Forever. Ist er so nett zu mir. Leberkäse ist auch geil. Kann mich nicht entscheiden. Dessert, nee.
Käsebrett. Gibt auch sogar was Veganes hier. Vegane Kartoffel-Gröschtelfanne. Ja, für die veganen Zuschauer hier. So, ich entscheide mich mal. Seht ihr gleich, was ich bestellte. Ich habe mich jetzt im Endeffekt für die Schweinshaxe entschieden mit Kartoffelsalat anstelle von Bratkartoffeln. Und Sven hat die Vespa-Platte. Die sieht echt gut aus. Njam, njam, njam. Ich meinte natürlich nicht Brinas neuen Roller. Ich meinte Vespa-Platte. So war es richtig. Falls die Kommentare wieder kommen. Wir haben gut gegessen und schön zusammengesessen. Zwischen euch hat es tatsächlich in Strömen geregnet. Aber ja, jetzt nicht mehr. Und wir gehen jetzt Taron fahren, und zwar Single Rider. Daniel wartet am Ausgang. Ja, da ist das besagte Regenwetter. Es ist gerade wieder so eine Platzregenwolke. Also das wäre jetzt eine super Idee gewesen. Und eigentlich wollten wir jetzt Colorado fahren. Guck mal, fährt auch sogar leer. Unser Plan ist, Colorado Adventure zu fahren, aber es fährt ja auch gar keiner. Fährt gar keiner gerade. Können wir die Sitze durchwaschen? Aber Hauptsache kein Hagel. Du ziehst den Hagel ja jetzt an. Wegen des Wetters fahren wir jetzt eine Runde Geister-Rikscha. Also, die ist halt schon Kult, diese Attraktion, aber also Spaß macht sie jetzt nicht. Aber man fährt sie irgendwie trotzdem jedes Mal, warum auch immer. Guck mal, Daniel, wink mal. Hallo. Da ist Sven. Wir nutzen jetzt mal kurz die Regenpause und fahren jetzt schnell Colorado und hoffen, dass wir dann während der Fahrt nicht nass werden. Und dann hat Daniel gesagt, es gibt irgendwie was Neues in Afrika. 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 Wir nehmen schnell noch einen Flug und fliegen mal rüber, ne? Machen wir. Gucken wir. Wir haben jetzt, glaube ich, 15.30 Uhr, oder? Ne, 16 Uhr, da oben steht's ja. Und jetzt mal hier die Wartezeiten. Colorado 5 Minuten, Talocan 10, Chiapas Wildwasserbahn 5, Fly 20, Maus und Schokolade 20, Mystery Castle 20 und River Quest 5. Ja, Telefon. Ist das hier schon der neue Bereich? Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Okay. Nichts für große Menschen. Sven, pass auf. Auf der anderen Seite geht das Telefon. Telecenter. Da waren wir doch letztes Mal schon. Hallo? Mach's doch kaputt. Hallo? Oh, hallo. Ich hab Benjamin Blümchen. Was sagt er? Bei mir war Benjamin Blümchen dran. Aber ist ganz schön, aber sonst gibt's hier nichts, ne? Nur ein bisschen Deko. Nein.
Baum. Ja, hab ich schon gesagt. Durchgang. Dia Drinks. Für mich gibt es jetzt hier in Berlin einen Crepe mit Nutella für 4,50 Euro. Ich liebe ja die Schoko-Erdbeeren. Gibt es mit dunkler Schokolade, weißer und nur Vollmilch. Gibt aber auch Fruchtspieß, Bananen oder Trauben. Aber ich liebe die Erdbeeren. Kosten 4,30 Euro. Die letzte Attraktion für heute, Mystery Castle. Beim letzten Mal war es ja eine krasse Enttäuschung. Wir haben es zweimal getestet und es ist einfach nicht mehr das, wie es vorher mal war. Aber jetzt geben wir dem ganz normal eine Chance. Und River Quest fährt übrigens auch noch bei dem Wetter. 60 Minuten Wartezeit. Nein, danke. Und hier sind es 5 Minuten, ne? Also los, geben wir dem ganz normal eine Chance. Ob sie den allen gewachsen sind, ich weiß ja nicht. Aber ich sehe auch nur ein paar Gesichter. Ihr wollt es also nochmals versuchen, meine lieben Freunde. Ihr wisst ja schon, was ihr erwartet. Ja, wir sind Mystery Castle gefahren, das war tatsächlich besser als beim letzten Mal. Wir haben jetzt auch jemanden getroffen, der meinte, dass es beim letzten Mal so ein paar technische Probleme gab. Deswegen war es so kurz beim letzten Mal. Auf jeden Fall gehört Mystery Castle früher, also als ich noch Kind hier war, zu einer meiner Lieblingsattraktionen. Mittlerweile ist es von Taron ist hier meine Lieblingsattraktion, aber ich bin schon früher sehr gern Mystery Castle gefahren. Aber man muss sagen, generell, der Park baut irgendwie ein bisschen ab. Für den Eintrittspreis wird, ja, finde ich, immer ein bisschen weniger geboten und so. Also, ja, Daniel hat eben gesagt auch, dass der Europapark zum Beispiel heute 57,50 Euro kostet und ja, hier 61 Euro, wenn man mal die Größen vergleicht. Ja. Also, ich bin schon gerne im Phantasialand, aber irgendwie, ja, wird's, also ich würde jetzt nicht sagen, langweilig, weil es immer mit den Leuten ist natürlich immer sehr, sehr spaßig, aber irgendwie fehlt so ein bisschen der Pep im Phantasialand, finde ich aktuell. Naja, beim nächsten Mal, also ich glaube, die nächsten Monate werde ich nicht mehr herkommen. Das nächste Mal wahrscheinlich dann zum Wintertraum. Ja, wir stehen jetzt hier vom Kassenautomat, weil es hier gerade wieder regnet. Daniel. Die Automatmann wurde übrigens wieder überwacht. Von dir. Daniel. Ja. Ich bin jetzt verabschiedet bei dir. Wir sehen uns jetzt bis Oktober nicht mehr. Vermutlich ist das so, ja. Und wer weiß, was bis dahin ist. Wer weiß, wie er dann aussieht. Vielleicht liegend. Ja. Sie hat das falsch verstanden. Ich habe ja nicht entschieden, jetzt so eine Art Harald Klöckler zu werden und mir die Lippen aufspritzen zu lassen oder sonst irgendwas. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Also wir wissen ja, dass Harald Klöckler unsere Videos guckt. Ja, aber die nächsten Wochen, wo bist du nächstes Wochenende? Ich bin nächstes Wochenende im Disney in Paris. Ich bin im Freizeitland Geiselwind. Das ist ja fast dasselbe. Und dann? Danach habe ich ein Wochenende frei. Und ich bin auch zu Hause, ja, glaube ich. Siehst du? Wow. Ja, mit meinem Freund. Wochenende frei und danach bin ich bei Helene Fischer und auf der Gamescom. Dann bin ich im Disneyland. Da bist du im Disneyland. Und dann September bist du am Efteling und ich bin im Legoland. Dann bin ich im Urlaub. Und ich auf dem OP-Tisch wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal, wie es dir geht. Ja, gucken wir mal. Und was wird, das sehen wir dann. Mach's gut. Tschüss. Die Tränen bleibe ich mir jetzt. Tschüss. Es ist eine minimalinvasive Operation. Es gibt nur so kleine Löcher. Also ja, na gut. Aber ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen hier aus dem Phantasialand. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also oder ihr, bei ihm.
Tschüss.